Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Weiterhin hier mit Jan. Juhu. So Leute, wir sind weiterhin dabei und versuchen irgendwie mit der BGA, weil wenn gleich die BGA leer ist, Jan, dann haben wir ja das nächste Problem. Dann können wir ja gar nicht mehr die Schulden auffangen. Deswegen, wir müssen Kühe kaufen. Ja. Meines Erachtens. Ja, wir können ja sonst kein Geld mehr machen. Genau. Außer die ganzen... Ja, wir könnten immer wieder Kredit nehmen. Aber wir müssen ja auch 2,7 Millionen zurückzahlen. Ja. Daran siehst du mal, und wir haben ja nicht viel, was du wirklich in dem Spiel erwirtschaftest. Und ja. Du denkst, du hast nichts. Ne? Ui. So kann man das ja auch sehen. Ja. Du denkst, wenn du dir einen Radlader gekauft hast, einen großen Maismäher, du hast noch nicht viel Geld auszugeben, aber in dem Sinne schon. Das ist schon richtig viel. Ja. Sind wir schon wieder ein Plus. Ja klar. Jawohl. Wenn du so nimmst, wir hatten 75.000 Minus, ne? Ja. Hast du jetzt in dem Sinne schon wieder 90.000 verdient. Oh, Weizen. Haben wir Weizen? Keine Ahnung. Sag ja. Noch Weizen gemacht. 28.000, auch fick dich. Ja, oder wir stellen... Ja, so viel Geld bringt das auch nicht. Weil wir 1.100. Haben ja, weil es gibt ja genug Weizen auf den Feldern. Wollen wir machen? Es sind 1.100. Schwer, ne? Zu sagen, was wir machen. Keine Ahnung. Ja, eigentlich könnten wir das machen. Wir haben jetzt die Zeit auf einfach. So, stellen das Ding hier ab. Weil wir haben ja die Mähdrescher und das alles. Ja. Ja, müssen wir erstmal die Mähdrescher nehmen. Ja. Wo haben wir denn Weizen? Ultra, auf welchen Feldern? Also wir können... Also da, wo ich jetzt bin, ist der aktuelle, wo ich jetzt gerade hier rumfahre. Ich glaube 97 könnte. 131 ist auch Weizen, oder? Ne, das ist sogar leer. Ja, 97 und 27 sind so die, mit die größten, die noch mit Weizen sind. 27, 29? 97 und 27. Da ganz oben und dann links vom links von, den, von der Stadt noch. Ja, dann fahre ich erst zu 97. Haben oder nicht haben? Ja. Das stimmt, hier, guck mal, hier liegt noch Stroh und dann, ne? Ja. Ja, das brauchen wir ja später für die Kühe. Ja. Ja, es ist ganz schön eng hier. Ja. Stroh lassen wir dann auch fallen, weil ich glaube, jetzt muss ich links, ne? Ja, ja. Das Stroh lasse ich auch weiterhin fallen, weil wenn wir wirklich viele Kühe kaufen... Oh, sag doch, dass du abkürzen willst. Hab ich. Weil dann können wir nämlich das einsammeln und auch gleich für die Kühe investieren. Ja. Alter, ist die Scheiße hier eng, Mann. Ui. Aber wenn ich das mit letzte Woche, nee, vorletzte Woche vergleiche, läuft das diesmal viel flüssiger, ne? Ach nee, da hatte ich ja das Problem mit meinem Internet. Das haben wir dann ja später herausgefunden, Jan. Weißt du, wo ich mal gesagt habe, dass ich ständig Lecks hatte? Da war das Problem mit meinem Internet. Ja, keine Ahnung, holst du noch den anderen Trecker? Dann fahren wir nämlich beide voll. Ne, ich bin schon unterwegs. Und dann können wir mit beiden Mähdreschern einfach da drauf langknallen, weißt du? Und immer wieder rauffahren. Fertig. Brauchst ja nicht mit dem Trecker hinfahren, können wir dann immer mit dem Mähdrescher. Fahren dann ja eh mit zwei Leuten. Wie viele Stunden haben wir denn Zeit? 24.
24 ja. Stunden. Also in der Zeit mache ich alle Felder. Ja, 24. Ja, ist doch so. Ja. Wieso kann ich die nicht aufklappen? Einmal G für Günther drücken. Ach, scheiße. Ich hatte nicht das Fahrzeug ausgewählt, ja, ja. Ja. Alle Menschen, tote Menschen. Ja, Hackengas, Allrad anmachen. Ach, kann man bei dem Ding gar nicht. Schon vorinstalliert. Ja, und oder auch nicht. Dann hauen wir das nämlich jetzt auch noch raus. Das ist nämlich auch wieder Geld. Und zwischendurch müsste dann immer wieder einer nach oben gehen, voll kippen den Silohaufen, diesen Silagehaufen. Das können wir nebenbei dann auch noch machen. Ah, wir kommen schon voran. Ich mache mir da eigentlich jetzt auch gar nicht so die großen Gedanken drum. Um das Geld. Weil ab wenn wir nachher diese Massen an Kühe haben, das ekelt eh. Dann haben wir eh genug Geld. Ich weiß nur nicht, ob der Kredit klein... Ne, der Kredit wird nicht kleiner. Wir müssen auch so viel Geld machen, dass wir zurückzahlen können. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so wie in anderen Spielen, dass du jeden Monat deine Rate zahlst. Aber ich glaube, wir werden dann, wenn wir LS15 weiterspielen, werden wir diese Map weiterspielen, ne? Mhm. Oder meinst du nicht? Doch. Doch, ne? Dann spielen wir diese weiter und nicht die Ult-Map. Okay, habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mit OBS. Gar nicht. Funktioniert alles einwandfrei. Ganz komisch. Ja, ich auch nicht. Na, ob meine Pumpe nur noch 100 Umdrehungen macht, reicht es. Reicht ja vollkommen, Standard. Ah, die ist schon bestellt. Ja, wenn sich Leute fragen wollen, was ich rede, meine Pumpe ist kaputt von der Wasserkühlung. Die hat's zerfickt. Pumpt nicht mehr so richtig. Nö. Läuft nur noch im Not, irgendwie in so einem Notprogramm, kann man so sagen. Natürlich geil, ne? Draußen über 30 Grad und meine Pumpe ja, läuft Pumpe auf. Ist im Arsch. Und Pumpe ist im Arsch. Kommst du nachher mit dem Gartenschlauch rein? Ja! Also immer reinhalten in den Rechner, den Gartenschlauch. Und was sagt da Ida? Jo, keine Anzeige mehr, alles gut. Alles gut, schön kühl. Gartenschlauch, Alter, du kommst doch auf Scheiße, Alter. Jetzt ganz ehrlich. Könnte ja klappen. Aber was haben wir denn mit den ganzen Sachen gemacht, wo wir geerntet haben mit dem Mähdreschen? Haben wir das gleich verkauft? Weiß es nicht. Ich meine, wir haben aber auch so viel Weizen gemacht und alles. Was ist alles hin? Wir haben nie im Leben nur 28.000 Weizen. Ich glaube, wir haben das alles verkauft, Jan. Sicher? Ich glaube ja. Genau. Schon so lange her.
War einmal. Ja, dann. Oder haben wir gleich Mais? Nein. Nein, Mais haben wir ein bisschen später gemacht. Ja, eigentlich kann das gut sein. Nee, kann auch nicht sein. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sein. Ich weiß es echt nicht. Mache ich mir jetzt auch gerade keine Gedanken drüber. Was jetzt wichtig ist, dass wir hier das abgemäht bekommen, so auch noch ein bisschen Geld reinkriegen. Ja, alles, was wir jetzt an Angeboten kriegen, wäre ja dumm, wenn wir es nicht mitnehmen würden. Ja. Gerade in 24 Stunden schaffen wir die ganzen Felder, wenn wir es so nehmen. Wenn wir uns jetzt anhalten, klar. Wenn du es so nimmst, könntest du alle Felder abrasieren, bis der Arzt ja kommt. Also das sind 24 Stunden. Ja, wollte ich gerade sagen. In 24 also Stunden kannst du, glaube ich, alle Felder hier machen. Ja, sag ich ja. Also in dem Sinne ist es ja dumm, wenn wir jetzt weiter unser Silage reinkippen, wenn wir hier Angebote ja haben. Und so erholt sich ja Silage auch wieder vom Preis. Ja. Hast du dir da unten einen Trecker hingestellt? Oder bist du immer noch nicht voll? Bin noch nicht voll, gleich. Ich habe schon einmal leer gemacht. 84, 85. 86. Diese Dinger mag ich, keine Ahnung warum. Ja. Sind so neutral. Ja, ich hoffe ja wirklich, dass Klaas dabei ist. Bei LS17. Darüber haben sie sich ja noch nicht geäußert. Wäre schon geil, Alter, wenn Klaas auch noch dabei wäre. Alter. Auf Mafia 3 freue ich mich auch so dermaßen. Wenn ich dann diese Kritiker höre, dass das kein richtiges Open-World-Spiel wäre und so. Oh Mann, ey. Oder wie dann die Leute gesagt haben, ja, es gibt in Mafia 3 keine Kollisionen mit dem Autofahren und so. Okay, Leute. Habt ihr euch überhaupt mal Videos angeguckt von dem Spiel? Für mich ist Mafia 3 immer besser gewesen wie GTA, aber das ist auch Geschmackssache. Das ist genauso wie manche Leute den Baustellensimulator total geil finden und ich mich überhaupt da gar nicht für interessiere. Aber zum Beispiel Landwirtschaftssimulator oder LS richtig geil finde. Landwirtschaftssimulator und Euro Truck Simulator total geil finde. American Truck Simulator finde ich wieder voll scheiße, weil alles das gleiche ist wie Euro Truck Simulator. Weißt du? Ja. In dem Sinne. Und was ich immer bemerkenswert finde, und da kann auch einer halten, was er will von, die Entwickler von den Simulatoren entwickeln lange ihre Spiele. Euro Truck Simulator hat mit Sicherheit jeden Monat noch ein Update. Ja. Welches Spiel hat das schon? Ne? Also muss man ja auch mal sagen, Jan. Hast du irgendwie den größeren Mähdrescher oder so? Bist du immer noch nicht voll? What? Doch, aber ich hole gerade jetzt einen neuen Trecker. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich habe schon 25% reingekippt hier in deinen Hänger. Lol. Aber wann kommt LS? Nächsten Monat erst, ne? Ja, 25. Oktober. Kommt irgendwie alles nächsten Monat. Battlefield kommt am 21. Oktober. Das ist genau natürlich nach den Herbstferien, ne? Ja. Ich glaube, ein, zwei Tage später. Ja. Dann ist es so, was halt diesen Monat noch kommt. Also ist Forza. Forza, ja. Mafia kommt am 7. Siebte oder siebte? Ne, am 7. Das ist Anfang nächsten Monat, genau. Aber trotzdem ein bisschen komisch. Also, keine Ahnung. Verstehe ich alles nicht so ganz. Warum immer alles so spät?
finde, die einzigen, die es richtig gemacht haben, war WoW. Auch wenn wir das jetzt hier nicht spielen, aber Andi spielt ja zum Beispiel, die haben es im Sommerloch rausgehauen und es boomt wie Sau. Ich finde, klar gibt es ein Sommerloch, wo ich kein Spiel veröffentlichen sollte. Das wäre aber, wenn Sommerferien sind. Weil in den Sommerferien sind echt wenig Leute zu Hause, ne? Das muss man ja wirklich auch mal sagen, Jan. Aber danach, jetzt diesen Monat, hätten sie schon voll rauskloppen können. Meiner Meinung nach. Na gut, Landwirtschaftssimulator würde ich aber auch so spät raushauen. Weil die ganzen Bauern sind ja noch am Arbeiten. Ne, jetzt kommt bald die Maisernte und dies und jenes, weißt du, die spielen es ja auch, Jan. Das darf man ja nicht verachten. Na klar. Wir nennen dann den Relife-Mod. Ja. Wo auch viele geschrieben haben, ja, warum gibt es kein realistisches Wetter und sowas. Aber wie willst du da realistisches Wetter einbauen? Überleg mal, Jan, einmal am Tag regnet es hier in dem Spiel. Alter, ich würde kotzen. Jetzt ganz ehrlich. Jetzt halt kaum arbeiten wir. Ja, oder mit Schnee. Wollen die Leute Schneefunktionen haben? Ja. Nee. Ja, aber du kannst doch nichts machen, Jan. Das würde bedeuten, wenn wir den Dezember haben, würdest du dich nur um die Kühe kümmern. Sonst nichts. Du könntest nichts ernten, du könntest nichts sehen, gar nichts, Jan. Weil ja alles gefroren wäre, wenn sie es realistisch darstellen würden. Ja. Also wäre es doch langweilig. Also daher finde ich das immer so ein bisschen Bullshit. Wir sagen auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Mein Gott, ich mute mich immer erst.